Herzlich willkommen zu meinem Demon Hunter Anfänger Hybrid Guide. Ich weiß, es existieren viele Guides im Internet und viele Ratschläge, die euch natürlich helfen wollen. Mir ist halt aufgefallen, da wir von Donner Buddies sind, auf Twitch und auf YouTube, dass die Leute, die uns schreiben, total verwirrt sind, dass es einfach tausende von Guides gibt. So, diese Guides, muss man leider ehrlich sagen, es sind Hilfestellungen, wie meiner genauso. Dennoch muss ich dazu sagen, dass ich jetzt ein Guide reinsetzen möchte, wo sich natürlich viel widerspiegelt mit aktuellen Guides, aber mehr auf das Einzelspiel oder auf den Anfänger-Status geprägt ist. Die Guides, die im Internet zu finden sind, sind teilweise immer mit Gruppen zu vergleichen. Das heißt, es wird immer auf Schaden geraten, dass hier weniger auf Heilung geht, sondern mehr auf Schaden. Ja, das ist richtig, aber diese Guides sind nur zu empfehlen. Erstens, wenn ihr euch auskennt mit der Klasse. Zweitens, wenn ihr wisst, was ihr tut, also wie sie auskennen. Und wenn ihr keine Angst habt, auch was auszuprobieren. Für den Anfänger ist der Guide natürlich erstmal total überladend, weil ihr werdet oft umfallen, wenn ihr diese Guides folgt. Ihr werdet oft Schwierigkeiten haben, weil diese Guides sind von Spielern, die in der Topliste spielen für M+, ganz klar, die auch Ahnung haben. Ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht richtig ist, aber diese Guides setzen Gruppenspiel voraus, und zwar feste Gruppenspiele. Und damit können viele Leute teilweise im WoW mittlerweile nichts mehr anfangen, weil es gibt einfach zu viele Random-Gruppen. Und die Toxigkeit im WoW nimmt zu. Deswegen gibt es uns. Und da die Anfrage von unserer Community war, ich soll doch mal einen Team Hunter Guide machen, weil ich den Guide, den ich immer weitergegeben habe und geholfen habe, gut ankam und die Leute als Anfänger relativ auch vorankamen. Also die Rückmeldung bezüglich von euch war sehr positiv und daraufhin habe ich mir gedacht, gut, wenn wir noch mehr Leute finden, die Demon Hunter spielen möchten und Anfänger sein möchten, dann soll es so sein und ich helfe sie. Fangen wir erstmal an mit dem Volk. Dazu, es gibt zwei Völker, einmal ein Volk auf der Allianz und einmal ein Volk auf der Horde. Bei der Allianz sind es die Blutelfen, die Demon Hunter sein können. So, sieht natürlich sehr geil aus, männlich-weiblich, ist ja ganz natürlich klar, ihr könnt da alles dran machen, ihr könnt sie anpassen, Frisur, Hörner, Farbe, alles, also wo ihr Bock drauf habt, ne? So, hier drauf zu beachten sind, die Blutelfen haben die Fähigkeit, dass die Gegner Effekte bannen können. Zum Beispiel ist es sehr nice, wenn euch die dicken Hunde aus Hallen der Sühne verfolgen. Geht hin, zieht die Bann, zack, Effekt ist weg, Hund ist wieder besänftigt und ihr könnt weiter drauf losprügeln. Mana braucht ihr jetzt nicht, klar. Ihr seid natürlich gegen Arkanschaden sehr nett, gerade wenn ihr mal Arena spielen seid gegen Arkan-Mages, die werden sich freuen, euch zu sehen. Und mit dieser Klasse könnt ihr euren Beruf für Zauberungskunst schneller leveln. Es sind relativ nette Buffs, so, aber jetzt nicht so, wo ich sage, wow, das haut dich aus den Socken. Da kommen wir mal zu Nachtelfen. Nachtelfen, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Erstmal sind sie schwieriger zu treffen, gerade als Tank sehr geil. Sie können sich einfach auf der Stelle unsichtbar machen, wenn ihr gerade vorbeilauft und nicht gefarmt werden wollt. Ihr habt Naturschadenwiderstand, ist auch sehr gut. Ihr könnt euch in der Verstohlenheit, wenn ihr jetzt Schurke sein wollt oder wenn ihr diese Unsichtbarkeitstränke nutzt, könnt ihr euch schneller bewegen. Und wenn ihr tot seid, könnt ihr auch viel, viel, viel schneller zu eurer Leiche zurückkehren. Sehr nice. Ich muss mal sagen, also ich würde vom Aussehen her die Blutelfen vorziehen, aber von den Werten und so die Nachtelfen, ganz klar. So, ich habe schon einen auf Stufe 60. Jetzt möchte ich euch bitten, Anfänger oder Neulinge, bitte, bitte, bitte nehmt nicht den Charakterboost. Macht's deshalb nicht, weil ich es euch nicht gönne, dass ihr schnell bei uns seid und uns unterstützen könnt, sondern ihr habt keine Ahnung von der Klasse. Das heißt, wenn ihr das macht, ihr werdet überfordert sein. Wenn ihr gerade noch Tank spielt, als CD mag das gehen, da findet man sich schneller rein, aber als Tank, wenn ihr 5 Runden lauft und ihr jedes Mal am Dreck liegt, weil ihr nicht wisst, was ihr ziehen müsst oder wie es funktioniert oder das Springen oder ihr keine Maus-Obermakros habt, ihr werdet erstmal extrem geflamed, was schade ist, weil gerade als Anfänger braucht man eigentlich die Unterstützung der Community. Das ist nicht mehr Classic, das dürft ihr nicht vergessen. Das Spiel hat seine Zeit, seine Jahre. Und die Community ist einfach nur noch auf schnellen Erfolg. Schnell, 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 schnell. Schaden, 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 Schaden. Wer da auf der Strecke bleibt, ist scheißegal. Was traurig ist, dafür gibt es aber uns. So. Hierzu möchte ich euch empfehlen, wenn ihr hochlevelt, testet euch aus. Ja. Mit den Builds geht erstmal nicht auf irgendwelche Guide-Seiten, wenn ihr Anfänger seid, auch nicht auf meine. Es ist wie gesagt eine Hilfestellung und mit den Fähigkeiten experimentiert erstmal. Ne? Die Fähigkeiten als Rachsucht ist natürlich sehr geil. Ihr könnt alles, es funktioniert alles zum Leveln. Es ist total Bockwurst, was ihr nehmt. Es ist einfach nur am Anfang ein bisschen, wie soll ich sagen,
Ihr müsst es einfach ausprobieren. Demon Hunter ist sehr geil zu spielen, hält verdammt viel aus und macht auch ordentlich Schaden, wenn man ihn ein bisschen beherrscht. Dazu muss ich euch empfehlen, ich habe jetzt einen Hybriden-Guide, der für Anfänger geeignet ist. Da wird auch manchmal das kommen, hey, warum hast du das drin? Ja, es ist ein Hybrid. Das heißt, der ist in allem gut, aber nicht perfekt. Das heißt, um perfekt zu werden, müsst ihr selber schauen, welche Fähigkeiten zu euch passen. Deswegen habe ich den Hybrid-Build mir ausgesucht, den ich auch in mehreren Seiten raussucht habe, wo ich sagen muss, die anderen Seiten gehen da wirklich beispiellos hervor. Gerade WoW-Head muss ich empfehlen und auch Blood Mallet. Aber Blood Mallet ist mehr für Schaden aus als wie für Tanking. Deswegen sage ich mal WoW-Head, Icy Veins, Noxic, Buffett, wie sie alle heißen. Das ist ganz nett, was da ist, aber diese Seiten rechnen voraus, dass ihr feste Gruppen habt. Mein Bild, den ich jetzt nehme, rechnet voraus, dass ihr immer mit Randoms unterwegs seid. Und für Anfang, bis ihr reingekommen seid in eure Klasse, ist das echt geil. Zudem muss man noch sagen, beim Demon Hunter, was ihn auszeichnet. Also, ihr könnt keinen Fallschaden kriegen, wenn ihr doppelt Leertaste drückt. Dann könnt ihr nämlich segeln. Das geht überall. Ihr könnt überall, wenn ihr runterfallt, einfach doppelte Leertaste und dann segelt ihr. Und habt keinen Fallschaden. Sehr geil. So, zweitens, der Demon Hunter ist sehr mobil. Das heißt, wenn ihr euch bewegt, ihr werdet immer springen, segeln. Springen, segeln. Laufen, springen, segeln, wenn ihr nicht reiten könnt. Springen, segeln. Ja, also so kommt ihr, ihr seid doppelt so schnell wie jede andere Klasse. Und ihr holt auch jede andere Klasse ein. Wir zeigen es euch nochmal mit dem Segeln. Also. Oh, ich hab vergessen, ich fall runter. Zack, segeln. Boom. Kein Fallschaden, keine Repkosten. Perfekt. So, dann fangen wir mal an. Ihr seht es, ich habe jetzt, meiner ist jetzt nicht so hoch. Ich spiele halt auf anderen Servern auch noch, aber das ist jetzt, der ist, liegt gerade still. Fangen wir mal an zu den Werten. Also, als Steam Hunter würde ich euch empfehlen, zum Hybrid-Guide, um wirklich alle zu spielen. Ob PvP, ob M+, ob Raiding. Geht auf Tempo. Tempo ist das Beste, was ihr haben könnt, weil ihr habt Siegel und ihr habt viel Dot-Fähigkeiten. Das heißt, Dots heißt Damage over Time. Wir zeigen es euch gerade mal. Ihr geht jetzt hier rein. Zum Beispiel, das ist jetzt aber auch wieder mein Bild abhängig. Ihr geht rein, setzt ein Siegel, zack, Feuerbrandaura, macht eure Ansteckung, den Erlass rein, bumm. Der Schaden tickt. Das sind alles Dots, die jetzt darüber laufen. Diese Dots ticken mehr doppelt, wenn ihr Tempo habt. Das heißt, der Schaden von diesen Dots, die Akkroaufbau, weil ihr seid ja Tank, ihr wollt ja Akkro aufbauen, dass ihr die Gegner bei euch behaltet, ist natürlich verdammt gut. Das heißt, Tempo ist euer liebster Stat. So, danach kommt Vielseitigkeit. Sollte kein Tempo mit Vielseitigkeit verfügbar sein, geht auf auf Crit-Vielseitigkeit. Versucht als Tank immer Vielseitigkeit mitzunehmen. Erstmal ist es für PvP gut, später, wenn ihr Bock drauf habt. Als Tank Vielseitigkeit sowieso einer der besten Werte. Nicht bei jeder Klasse, aber bei allen. Also bei fast allen, Entschuldigung. So. Ja. Was wollte ich noch sagen? Gut, da sind wir jetzt erstmal bei den Werten. Ihr seid eine Lederklasse, das heißt, ihr nehmt Leder, natürlich mit Ausdauer und Beweglichkeit, nicht mit Intelligenz bitte, gerade weil ihr Anfänger seid, ne? Ihr nehmt Beweglichkeit, Ausdauer. Das sind eure primären Stats, die wichtig sind. Was haben wir noch? Ja, so, Fähigkeiten. Habt ihr, wie gesagt, euren Inferno-Einschlag. Den habe ich jetzt gekoppelt mit dem Talent, dass ich halt auch gleich das Zeichen der Flamme setze. Das heißt, wenn ich jetzt reinspringe, wird direkt dieses Zeichen gesetzt, das heißt Akkroaufbau. Die haben Schaden, ich habe Akku. So, danach, ja, kann ich jetzt zum Beispiel meine Feuerbrandaura ziehen, das kann ich direkt, wenn ich lande, machen und stecke die alle noch ein bisschen an. Dann kann ich noch meine flammendes Brandmal setzen. Das heißt, wenn ihr das Leggy habt, dazu kommen wir gleich, dann steckt ihr alle an. Jeden, den ihr ansteckt, von denen kriegt ihr 40% weniger Schaden. Will man natürlich haben, weil ihr seid Tank, ihr wollt nicht gleich umkippen. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich als DH Fähigkeiten komplett auf Cooldown haltet. Außer euren Sprung. Der Sprung ist wichtig, dass ihr den nicht auf Cooldown haltet, weil, jetzt kommt der Clou, der Demon Hunter ist ein wandelnder Flummi. Ich zeig's euch gerade mal. Sagen wir mal so, die Gruppe geht rein. Ihr geht jetzt rein und fangt eure Route an. Zack, Schaden, bla. Und ihr merkt, oh, da gibt's richtig Schaden. Dann dreht ihr die Gruppe so, wo ihr hinspringen wollt und, na, komm, springt. Springt einfach weg. Könnt sie kiten. Setzt noch Siegel hin, wenn ihr das wollt, um sie noch ein bisschen zu ärgern. Wenn ihr euch wieder erholt habt, der Heiler hat euch geheilt, zack, ab wieder rein in die Gruppe. Bumm, geht der Spaß weiter. Wichtig ist,
die CDs aufzuhalten. Also, ihr habt starke Cooldowns, wie zum Beispiel euren Dämonenstachel. Der reduziert euren Schaden und erhöht eure Parierchance. Das heißt, eure Rüstung wird um 1322 erhöht. Geht natürlich nicht ohne Ende, sondern nur 6 Sekunden. Das heißt, ihr müsst es timen. Das heißt, ihr haut jetzt nicht zweimal Dämonenstachel rein, sondern Dämonenstachel ab 50%. Wenn der ausläuft und ihr kriegt weiter dolle Schaden, weiter Dämonenstachel. Vielleicht sogar schon ab 70% für Anfänger. So. Wenn ihr weiter runter geht, ja, ab 30% haut ihr euch die Metamorphose rein. Erstmal, ja, das ist ein starker CD, aber dieser CD rettet euch das Leben. Weil, wenn ihr in dieser Dämonenform seid, wir gucken mal jetzt hier auf eure Rüstung, habt ihr richtig starke Rüstung. Wir gucken gleich mal, was abläuft. Diese Rüstung verringert den Schaden von allen Nahkampfattacken. Das ist wichtig. Das heißt, ihr kriegt weniger auf die Nase. Wenn das jetzt abläuft, ups, habt ihr noch die Hälfte. Das heißt, ihr kriegt wieder mehr auf die Gusche. Deswegen bitte eine Metamorphose ab 30% ziehen. Das seht ihr dann, wenn der ganze Bildschirm rot leuchtet, dann solltet ihr, wenn der Heiler nicht hinterherkommt, einfach die Metamorphose ziehen. Ja. Zu den anderen Fähigkeiten. Ihr habt noch Glyphenwurf. Da könnt ihr halt, wenn ihr zum Beispiel rausspringt, könnt ihr die noch ein bisschen ärgern und weiter die Aggro ziehen. Dann laufen die euch weiter hinterher. Oder ihr setzt, wie ich jetzt, die Siegel da, wo sie in die Richtung laufen, die Siegel hin. Das heißt, die laufen direkt euch in die Fallen rein und kriegen ordentlich Schaden. Oder ihr könnt sie halt, wenn ihr wollt, noch zusammenziehen. Die werden dann dahin gezogen, wenn sie nicht gerade gegen immun sind und werden festgesetzt. Wenn ihr natürlich Schaden bekommen, sind sie wieder frei. Ja. Wenn ihr jetzt die Gegner Buffs haben, ja, und ihr seid jetzt Blutelfe, dann könnt ihr einfach als Blutelfe, wenn ihr gerade im Kampf seid, den Arcana-Sturm machen. Das heißt, ihr zieht den die Effekte weg, die Aua machen. Könnt ihr im Torgas testen. Torgas haben oft die Gegner richtig starke Effekte, mit diesen könnt ihr sie resetten. Hat zwar eine starke Ablenkzeit, aber es kann euch das Leben retten. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel, also die, machen wir mal so die Fähigkeiten weiter, das Brandmal immer ziehen. Gerade, es gibt Legis in diesem Spiel. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Dämonische Verwüstung ist auch noch eine geile Fähigkeit. Und zwar, ihr verringert den Schaden. Erstmal macht ihr an allen Gegnern Schaden. Und wenn dieser Schaden abläuft, also ich zeige es euch mal ganz kurz, wenn ihr jetzt da reingeht. Zack. Stehenspalter, das Zeichen. Ihr baut gerade Jezorn auf. Zack. So. Ihr habt jetzt Jezorn. Das ist das Wichtigste. Dann geht ihr hier drauf. Und das ist eigentlich schon ein großer CD, weil, voilà, ihr seid in Dämonenform für 6 Sekunden. Das heißt, mehr Rüstung. Deswegen, schaut, dass ihr, wenn ihr spielt, ne, bei großen Gruppen nicht direkt alles rausbürstet. Ja, ich sagte auf Ablenkzeit, aber schaut, dass ihr die Fähigkeiten, die ihr aufbaut, mit dem zum Beispiel mit Fraktur, baut ihr diese Seelenfragmente auf, also diesen Jezorn. Und den braucht ihr auch. So. Mit der Fähigkeit Seelenspalter sammelt ihr die Seelen, die ihr gespaltet habt, ein und heilt euch um einen geringen Satz, ja. Aber ich empfehle euch, geht nicht auf Schaden, sondern achtet darauf, dass ihr immer 60% habt, falls es nötig ist, wenn die Ablenkzeit zu Ende ist und ihr eure dämonische Füßung nehmen müsst als harten CD. Das heißt, ihr achtet darauf, dass ihr 60% habt oder 50, bumm, habt ihr erstmal in der Phase die verstärkte Rüstung und 6 Sekunden lang weiter. Das heißt, in den 6 Sekunden macht ihr sogar noch ein AOE am Ende, die Gegner Schaden zufügt, aber ihr kriegt 6 Sekunden weniger auf Fressbrett, was sehr geil ist. Ja, also Jezorn immer auf 50% versuchen zu halten und wenn ihr 100 habt, wieder abbauen. Also ihr baut auf, baut wieder ab, baut wieder auf, baut wieder ab. Wenn ihr merkt, okay, ich habe noch Zeit, da kann ich noch ein bisschen mehr abbauen, ne, dann baue ich wieder auf. So. Setz meine Male, mein Erlass, meine Dämonenhaut, zack, Flamme drauf. Okay, ich drop auf 50-70%, einmal Dämonenstachel, dann habe ich auch mehr Rüstung. Und zack, habe ich auch relativ viel Rüstung. Zwar 10% weniger, aber es ist auch sehr stark. Ja. Wie gesagt, wenn ihr 2 Einschläge habt, hebt euch immer einen Einschlag, also einen Sprung, immer aufheben, damit ihr weg könnt. Wenn es wirklich mal brenzlig ist, weil diese Sekunde kann euer Leben retten. So, ne, also einen könnt ihr immer auf CD haben, Siegel rein, reinkotzen, wenn ihr Schaden machen wollt, wenn ihr euch auskennt und ihr wollt nur Schaden machen, dann könnt ihr das benutzen, ansonsten nehmt das als großen, fetten CD, weil es ist einfach sehr stark, ne, es ist ein wirklich starker CD. Feuerbrandaura immer auf Cooldown, weil,
Wenn ihr die Feuerbrandaura habt, die kriegen komplett Schaden und ihr heilt euch durch die Gegner. Ne? Ihr kriegt da erstmal weniger Schaden und damit gehen die Gegner erstmal runter. Es macht AOE, Aggro, ganz klar. Wenn ihr Aggro-Probleme habt, was eigentlich nicht möglich ist als Steamhunter, dann haut ihr die Feuerbrandaura rein, also immer auf CD. Meine Spielweise ist wie gesagt die folgende: Ich spring rein, zack, Feuerbrandaura, Alas, nochmal das Siegel, mal und dann spiele ich einfach nur noch Fraktur, Seelenspalter, Seelenspalter, so, Fraktur. Ich sehe, okay, ich habe volles Leben, ich habe keine Probleme, will Schaden machen, hau ich das Spucken rein, ne? Also den dämonische Verwüstung, Feuerbrandaura auf Aktivität, ich sage, oh, es wird eng, zack, Dämonenstachel, rausspringen, am besten nicht mit dem Rücken, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern dreht euch in die Richtung mit der ganzen Gruppe. Ihr müsst sie dann ein bisschen kiten und springt dann raus. Oder ihr springt einfach über sie drüber. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier stehen und wir prügeln uns gerade mit denen, ja, die sind jetzt alle hier bei euch, dann springt ihr einfach über sie drüber, dreht euch direkt wieder um und macht halt ein paar Fallen hin. Ja, slowt sie. Ihr seht, okay, die Fähigkeiten ziehen wieder ab, ihr könnt wieder rein, zack, reinspringen, Feuerbrandaura an und der ganze Spaß geht von vorne los. Guckt, dass ihr immer, wenn ihr Seelenspalter macht, also diese, dass ihr auch immer in die, dass ihr die ein bisschen dreht, dass ihr diese Seelen auch bekommt, die ihr seht. Also dreht euch immer ein bisschen in die Richtung, lauft ein bisschen in die Richtung, wenn ihr Seelenspalter zum Abbau von 100 auf 50% habt, dass ihr auch immer die Seelen direkt bekommt. Ja. So. Jetzt hat der Demon Hunter noch eine geile Fähigkeit, und zwar Magie aufzehren. Das heißt, wenn ihr Magie aufzehrt, wenn der Gegner einen Magieeffekt hat, der ihn stärker macht oder größer, dann könnt ihr dieses Magie-Ziehen nehmen und ihr kriegt dafür Jezorn. Das heißt, ihr habt dazu wieder Jezorn. Jezorn ist das Beste, was ihr haben könnt, also Tempo ist auch deswegen da gut, weil Jezorn sich dann halt einfach schneller aufbaut. Ihr könnt eure Fähigkeiten öfters nutzen. Also halt mal fest, Tempo ist saugeil. Es ist einfach... Ihr wollt es einfach, das ist wie euer Geburtstagsgeschenk oder Weihnachten, wenn ihr den Karton seht. Es ist einfach das, was ihr haben wollt. Tempo. Ja, ganz einfach. So. Vielseitigkeit der zweiten Stat, das hatten wir ja schon. Jetzt kommen wir mal zu den Siegeln. Also, ihr habt 4 Siegel. Mit Skillung habt ihr 4. Mit dem Pakt habt ihr 5. Wie gesagt, es ist ein Hybriden-Guide. Ich habe jetzt die Talente voll. Also, ich bin erstmal zu den Kyrianern gegangen, weil ich die Kyrianer geil finde. Die haben nämlich die Fähigkeit mit dem Tempo. Da können wir gerade mal kurz hingehen. Aber wir machen erstmal die Talente, das ist, glaube ich, ein bisschen ratsamer. Also, erstmal Talente. Da empfehle ich euch den abyssischen Schlag. Inferno-Schlag erzeugt mit eurer Landung ein Zeichen der Flammen und Ablenkzeit der Fähigkeit wird um 8 Sekunden verringert. Ey, geil. 2 Sprünge, direkten Sprung mit Schaden, Aggro-Aufbau. Ihr wollt als Anfänger-Tank Aggro aufbauen. Aggro heißt für euch Aufmerksamkeit der Gegner. Was anderes zählt für euch erstmal gar nicht, weil ihr braucht die Aggro, sonst sterben die Leute. Und wenn die Leute sterben, sind sie unzufrieden, heulen euch voll, flamen und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen machen wir ja diesen ganzen netten Guide für euch, damit ihr wirklich am Anfang gut reinkommt. Ja, die Leute werden sagen, warum nützt nicht das, das ist stärker. Es ist ein Anfänger-Hybrid-Guide, das heißt, dieser Guide ist für Anfänger, die von 0 bis 10 laufen wollen und erstmal ins Spiel reinfinden wollen. Wie gesagt, wenn ihr stärker seid und Erfahrung habt, skillt um, was euch besser gefällt. Da gibt es noch die Geisterbombe, es gibt noch den Feuerbild, das ihr richtig Schaden macht, aber es ist, wie gesagt, ein Anfänger-Hybrid-Guide, deswegen habt ein bisschen Nachsicht mit mir und ich hoffe, er kann euch helfen, gerade wenn ihr Demon-Hunter-Anfänger seid. Also, wie gesagt, wenn ihr den Schlag macht, das ist der hier, Inferno-Schlag, ihr springt hin, bumm, er macht das Siegel, alles gut am Schaden. Wenn ihr springt rein, Feueraura an. Das heißt, ihr macht das Siegel, habt aber gleichzeitig schon mal eine Feueraura, die ordentlich AOE macht. Aggro, saved. So. Dann nehmt ihr lebendig verbrannt. Das heißt, lebendig verbrannt spielt ihr, wenn ihr auch verbrannt einsetzt. Ihr habt dieses verdammte Brandmal. Das heißt, dieses Brandmal springt erstmal verringert den Schaden bei jedem Gegner. Ja, jetzt steht hier nur einer. Aber jetzt kommt der Clou. Dazu kommen wir gleich, wenn wir die Legis ansprechen. Da werde ich nochmal drauf eingehen. Also, lebendig verbrannt ist für diese Spielweise, für den Hybriden-Tank, wenn ihr auf Leben spielen wollt, A und O. Ihr merkt es einfach. Gerade für M-Plus-Gruppen, wenn es stärker sind, ab 10+, werdet ihr das Ding lieben. So, höllische Rüstung, ganz klar. Eure Rüstung wird 20% erhöht und eure Nahkampfangriffe erleiden 85 Schaden. Ihr seht es, ihr habt jetzt hier Rüstung 1000, ihr habt die Feuerbrandaura. Es ist nicht viel. Oder habe ich jetzt verringert? Nee. Eure Rüstung 20%, genau. Wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Doch. Also ihr habt einen kleinen geringen Wert von Rüstung.
Das könnt ihr natürlich immer offen haben. Also habt es immer auf. Ich empfehle euch zum Beispiel eine Kombination. Diese Feuerbrandaura hält 6 Sekunden. Das heißt, 6 Sekunden hält die und 6 Sekunden hält euer Stachel. Das heißt, zusammen sind es 18 Sekunden. Ihr seht jetzt, okay, Feuerbrandaura hat 13 Sekunden, Stachel hat 17 Sekunden. Wir haben festgehalten, alle drei sind 18 Sekunden. Das heißt, ihr geht in den Kampf rein, zieht den Stachel. Feuerbrandaura läuft aus, das könnt ihr mit Weak Aura anzeigen lassen, ja? Ihr macht den Stachel, das ist jetzt reines Death. Ihr seht, okay, es läuft gleich aus. Ich warte kurz, zack, es läuft aus, Feuerbrandaura geht an, bumm. Wenn ihr Tempo habt, ziemlich hoch, dann habt ihr direkt immer eins von den Beinen. Feuerbrandaura läuft auf, Stachel. Zack. Ne? Die Fähigkeit geht gleich wieder rein. Somit habt ihr immer mehr Rüstung. Und braucht nicht darauf warten, dass ihr auf 70% runterbrückt. Ja, das ist wirklich geil. Mit Tempo geht das noch viel besser. Also deswegen geht ihr auf Tempo, dass ihr durchgehend ein bisschen mehr Rüstung habt. Mehr Rüstung, weniger Schaden. Ganz logisch. Deswegen empfehle ich euch, ihr springt rein. Zack, Feuerbrandaura an. Macht dann eure Siegel. Zack, Flamme und dann Rüstung. Eure Rüstung an, habt wieder Rüstung. Bla 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 bla. So, wieder Rüstung läuft ab, Feuerbrandaura. Ne? Euch ist aufgefallen, wenn ihr reinspringt, habt ihr einmal die Dämonengestalt. Ihr habt deswegen trotzdem keine mehr Rüstung, aber es sieht halt nett aus. Falls ihr jetzt dacht, okay, da springe ich rein, warte ein paar Sekunden. Nee, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Also, habt diese drei Fähigkeiten immer auf CD. Ihr könnt auch zuerst mit einem Stachel anfangen und dann mit einem Feuerbrandaura, wenn ihr euch sicherer seid. Aber ich würde euch raten, für Akkuaufbau, springt rein, zack, Feuerbrandaura, direkt an. Akkuaufbau, ein bisschen reinspucken dann. Ne, da braucht ihr, dann könnt ihr zum Beispiel den als CD, das würde ich ja wie gesagt als CD nutzen. Außer ihr könnt Schaden machen, da könnt ihr das auch weiter funktionieren. Ihr habt diese Aura lange. Aber das ist wirklich ein Shit-Button, genau wie Metamorphose. Wenn ihr das hinkriegt mit der Weak-Aura, oder ihr seht ja hier bei mir bei LVI, ich sehe ja, okay, das hält noch so lange, ich muss kämpfen. Zack, ich habe eh alles auf Maustastatur. Okay, läuft ab, Stachel rein. Hab ich wieder Rüstung. Das heißt, ihr habt immer um die 35-45% Rüstung. Ja, 30-35%, das ist verdammt viel. Natürlich könnt ihr es noch kombinieren, das könnt ihr auch machen, aber das ist Quatsch. Das bringt euch nichts. Das ist nur, wenn ihr einen richtig guten Heiler habt in der Gruppe. Wie gesagt, jetzt haben wir wieder das Gruppenspielproblem. Wenn ihr natürlich einen Heiler habt in der Gruppe, der richtig gut ist, dann braucht ihr auf das nicht achten. Das achtet ihr, wenn ihr random unterwegs seid. Oder wenn ihr merkt, ihr haltet noch nicht so viel aus, die Keys sind noch zu stark. Aber wenn ihr das macht, ihr habt durchgehend Rüstung, 30-35% weniger den Schaden, den ihr reingekloppt kriegt. Das wollt ihr einfach. Ne? So. Also, das immer schön abwechselnd ziehen, dann habt ihr durchgehend immer mehr Rüstung, das wollt ihr, ihr macht Schaden, ihr haltet aus, perfekt. Mal immer schön zünden, dass ihr auch wirklich dann nochmal Rüstung habt, weil wenn ihr das zündet, verringert sich auch später mit dem Ledge die Abklingzeit, aber darauf kommen wir noch zu. Fähigkeiten sind soweit erklärt. Gehen wir weiter auf die Talente. Also, höllische Rüstung hat man gerade, ihr kriegt Rüstung dafür und also ihr spielt dann diese höllische Rüstung auch nur, diese Kombination, ne? Wenn ihr dieses Talent ausgewählt habt, weil wenn ihr das nicht ausgewählt habt, ist diese Fähigkeit nur für Schaden da. Ne? Ja, wir wollen ja Hybriden-Tank für Anfänger machen. Fraktur haben wir hier genommen. Das ist das, wenn ihr einen Gegner trefft, dann werden die Seelen gespalten und diese Seelenspaltung, die heilt euch, wenn ihr dann einfach Seelenspalter zum Einziehen der Seelen holt. Das heißt, damit könnt ihr euch noch gegenseitig gegenheilen. So. Hier streiten sich die Geister, weil, jetzt kommt der Knackpunkt, hier habe ich jetzt Zeichen der Ketten, weil es ein Hybridenbild ist, weil Zeichen der Ketten, damit könnt ihr Gegner festsetzen. Ihr setzt ein Zeichen der Ketten, wir machen es mal hier, ich habe es nicht auf Mouse over, so, und alle, die in diesen Gegner reingezogen werden, werden verlangsamt für 6 Sekunden um 70%. Wenn ihr abhauen wollt, ist das natürlich geil, also wenn ihr jetzt, ihr habt ja vorhin gesagt, wenn jetzt, ihr müsst ja einen so einen Inferno-Einschlag behalten, damit ihr immer abhauen könnt. Wenn ihr jetzt das habt, es und ihr habt jetzt, das hat natürlich einen hohen CD, ganz logisch, ne? Dann geht ihr rein. So, wenn ihr merkt, okay, das ist viel zu viel Schaden, die Gegner lassen sich ziehen, das sind nicht zu starke Eliten, also nicht große Eliten, haut ihr dieses Siegel rein, wartet bis es prockt, wenn es funktioniert, das ist halt ein Timing, und dann springt ihr weg. So, die bleiben schön da drüben und ihr könnt euch dann hier einen Apfel freuen und schmeißt einfach noch ein bisschen, um die Leute zu ärgern, die Glyphe rein. Bumm. Ja? Ist halt auch wieder, das muss man einfach ausüben, also testen. Das ist halt einfach ein.
Der Demon Hunter ist sehr mobil und das, man muss es ist einfach ausprobieren, 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 testen, üben, 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 üben. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Gehen wir weiter. Man könnte jetzt sagen, okay, nee, das mache ich sowieso nicht. Das ist mir erstmal zu hoher CD und ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf zu verlangsamen. Ich will eigentlich mehr auf das gehen, dass sie zeigen sich erstmal alle schnell, dass sie 20% weniger Probleme machen, also dass sie schneller abklingen und alle Zeichen eine Sekunde schnell aktiviert. Also das heißt zum Beispiel, wenn das jetzt zieht, ja, also wenn ihr jetzt, müssen wir kurz warten, bis es abgelaufen ist, wenn ihr das jetzt zieht, dann dauert das nicht lange, bis das Ding da nach 2 Sekunden zieht, sondern das geht dann, glaube ich, nach 1 Sekunde. Wir schauen es gleich nach. Ich glaube, das war so. Moment. So. Jetzt tickt das schon nach 1 Sekunde. Das heißt, direkt Schaden nach 1 Sekunde, nicht erst nach 2. Ist natürlich geil. Also da streiten sich die Geister. Ich hätte jetzt das genommen, weil es ein Hybridbild ist, damit, wenn ihr jetzt auch noch ein bisschen Leute festsetzen wollt. Aber für Akkuaufbau ist das deutlich stärker. Und ihr habt die Fähigkeiten einfach viel, viel schneller. Auch eure Elysischen Erlass. Ich würde sogar fast sagen, wir lassen das Ketten weg, weil es eigentlich ein Hybrid-Guide ist, ist doch beschleunigte Zeichen einfach stärker. Ne? Auch wegen euren Erlass, der macht auch ordentlich Schaden. Damit könnt ihr auch richtig Aggro aufbauen. Das heißt, ne, nochmal, ich wiederhole es immer, weil viele dann ein bisschen durcheinander kommen. Ich schwaffel viel, ihr müsst euch das langsam anschauen. Also, ihr springt rein. Ne? Reinspringen, Aura an, zack, Erlass rein. Aggro ist safe. Ihr kriegt die Aggro nicht mehr weg. Da können kommen, was wollen. Und nebenbei könnt ihr dann noch die Flammen, euer Brand mal reinjagen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel für die Aggro-Aufbau sehr geil. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier seid und der wie zum Beispiel jetzt der Nette, der spielt jetzt da hinten gerade unseren Range, das ist gerade das perfekte Beispiel, ja. Und da seht ihr hier, der hat jetzt die Aggro von diesem Mob hier, von dem, ja. Dann benutzt einfach Folter, weil dann spottet ihr ihn ab. Das heißt, der geht wieder auf euch und lässt ihn in Frieden. Da müsst ihr gucken. Ihr müsst schauen, dass ihr immer als Tank den Überblick habt. Ich habe jetzt hier meine witzigen Spielmakro-Add-ons wie Comics, dass alles leuchtet und blinkt und so, aber ich komme damit auch zurecht. Das würde ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr Erfahrung habt im WoW, ne? So, also wir haben jetzt mal das nochmal gewechselt, wie ich gesagt habe, weil wir es doch stärker finden, weil das ist mehr für, wenn ihr euch damit auskennt und festsetzen wollt. So, dämonisch. Dämonische Verwüstung versetzt euch 6 Sekunden lang in die Dämonenform. Was heißt das? Ihr habt 6 Sekunden lang starke Rüstung. Das heißt, euer schönes Kotzen, sag ich mal schön, dämonische Verwüstung, was wir als CD nutzen werden, wenn wir zu viel Schaden kriegen, also sprich 50% würde ich empfehlen, zündet es und ihr heilt euch außerdem dazu noch mit dem Teil von den Schaden. Das heißt, wenn viele Gegner da sind, heilt ihr euch komplett hoch. Das ist auch nochmal ein Shit-Button. Und ihr geht in die Dämonenform. Das heißt, der Heiler hat es leichter, euch zu heilen. So, einmal dazu. Also das, da muss man nicht viel zu sagen. Die anderen sind nicht damit zu vergleichen. Das ist einfach das Stärkste. So, jetzt kommt das Schöne. Als Anfänger, wenn ihr noch keine guten Schmuckteile habt, wie zum Beispiel den Splitter von den Sonnenprinzen aus dem Schloss Nathea, würde ich euch empfehlen, Verzweiflungstat. Weil, wenn der Heiler pennt, und das wird zu 80% der Fall sein in Keys von 0 bis 10, mindestens 80%, habt ihr einen Freitod. Das heißt, wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, werdet ihr komplett hochgeheilt. Also, na, ganz hoch nicht, aber ihr werdet auf jeden Fall in die Metamorphosengestalt gehen und die Metamorphosengestalt heilt euch dann. Ne? Das heißt, ihr habt 200 Rüstung, eure Gesundheit wird um 50% erhöht. Das ist einfach die Fehler. Dann sieht der Heiler einfach, oh, ich habe Scheiß gebaut, ich muss mehr auf den Jungen aufpassen. Ihr könnt diesen Effekt stapeln. Wie gesagt, wenn ihr den Schloss, also den alten Raid macht, Schloss von Nathea, zu diesem netten Kunden hier geht und euch dieses nette Schmuckteil besorgt. Das ist am Anfang Bock, Mist, scheißegal, welches Item-Level, ja? Weil dieser Effekt ist einfach mega mächtig. Dieser Effekt tritt nicht ein, wenn ihr die Metamorphose ready habt. Dann geht die Metamorphose zuerst und dann euer Schmuckteil. Kommt immer, wie gesagt, darauf an, was er zündet, aber es ist stapelbar. Also ich wüsste nicht, dass das rausgepatcht worden ist. Das ist einfach OP. Wenn ihr jetzt noch einen guten Spieler habt, der sich auskennt und die Phönixfeder als Heiler besitzt, habt ihr sogar 3 Chit-Button, also 3 Tode. Ne? Da muss man aber Kollegen haben, die das auch benutzen. Weil dieser Effekt dann einfach wirklich mächtig ist. Das heißt, ihr hättet rein theoretisch, wenn ihr einen guten Heiler habt, der sich damit auskennt, 3 Tode. So.
Ihr wisst, manchmal ist ein Tod reicht schon, dass die ganze Gruppe vibet. Hättet ihr den Tod überlebt, wäre die Gruppe nicht gestorben. Das heißt, ihr habt alle 8 Minuten dreimal die Möglichkeit, also ihr habt dreimal 8 Minuten die Möglichkeit, das Ding zu ziehen. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber da muss der Heiler wirklich schlecht sein. Ja. Also, Team Hunter ist fast unzerstörbar. Fast. Sehr mobil, aber fast nur unzerstörbar. Jetzt gucken wir mal weiter. Ja. Macht auch, was ich noch sagen wollte, wenn ihr bei den Kyrianern seid, ne, dann habt ihr ja die Fähigkeit, den Erlösischen Erlass. Und den haben wir jetzt gerade mit diesem, was auch besser war als das, nochmal um 20% reduziert. Das heißt, statt 10 Minuten Ablenkzeit hat er 48 Sekunden. Mit Tempo kriegt ihr ihn vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Da gibt es noch ein paar Conditionals, die ich euch gleich zeigen werde. Und da könnt ihr das sogar noch ein bisschen witziger machen. Alles klar. Halten wir fest, das ist unser Hybrid-Bild. Für viel aushalten und relativ gute Kontrolle über Leben oder Tod. Ne? So, dann haben wir noch Einkerkern. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo an der Gruppe vorbeilauft und ihr seht, dass da vorne der jetzt zum Beispiel hier steht, ja, und die Gruppe ist hier hinten bei euch und ihr wollt da vorbei, ohne alles zu ziehen, dann kerkert ihn doch einfach ein. Geht das bei dem hier? Na, das geht leider nicht. Kerkert ihn ein, dann wird er für eine Minute rausgenommen und lauft vorbei und ihr kriegt keine Aggro. Jetzt aber Vorsicht, beim Nebel funktioniert das nicht immer. Da gibt es eine Stelle, da kann man das machen, aber da müsst ihr aufpassen, wenn die Bildschirme um den Leuten leuchten, dann haben sie trotzdem die Aggro. Deswegen empfehle ich euch einfach, tankt lieber die Gruppe mit, aber wenn ihr euch auskennt, dann benutzt Einkerkern. Ne? Magieaufzehr natürlich, wenn sie Effekte haben. Das kann man hier runter zu dem machen. Also die beiden Sachen können Magieeffekte wegnehmen, helfen euch extrem. So. Da gehen wir mal schnell zu unser Gut. Schnell. Wir halten fest, wir sind ja auf Tempo geil ohne Ende. Ne? Das ist unsere Droge. Deswegen empfehle ich euch zum Aushalten, nehmt euch den Schmied Miskantus. Vor allem weg, packt Stufe, macht die Quest, kommt, versucht hier so schnellstmöglich auf die 80 zu kommen, weil umso mehr ihr die Packstufe habt, umso stärker seid ihr. Also ab 80 wird das immer besser. Ihr kriegt nachher dann zum Beispiel ab Stufe 5, also warte, hier ist jetzt gerade Stufe 47, also so knapp ab Stufe 60 werden diese Fähigkeiten um 2-3% verstärkt. Das wollt ihr natürlich haben. Mehr Leben, mehr Fähigkeiten, mehr Aushalten, mehr Überleben. Ne? Ganz klar. So, wir haben den Miskantus den Schmied gemacht, weil der Miskantus den Schmied einfach super Fähigkeiten hat. Erstmal Prong. Wenn ihr Prong habt, ne, wenn ihr 75%, also 75 Schaden oder Heilzauberfähigkeiten eingesetzt habt, kommt Prong. Prong kommt runter und stunt die Gegner und sprengt sie auseinander und kann auch heilen. Also der kann auch, wenn du jetzt Heiler wärst, kann der auch heilen. Also ist ja Tankbild, ne? Hier habe ich jetzt genommen Schmiedefilter. Das heißt, ihr habt eine Fiole. Deswegen rate ich euch, ruft immer euren Provosten. Das ist dieser kleine Kunde. Der gibt euch diese netten Fiolen. Die zieht ihr euch rein. Ich habe sie hier unten schon. Und jetzt kommt der Clou. Wenn ihr unter 35% geht, ne, wo wir da unsere ganzen Rüstungen anziehen, heilt euch diese Fiole komplett einmal. Nicht stark, 20% sind 20%, aber es heilt euch. So, ihr müsst natürlich immer schauen, dass ihr dann halt die Fähigkeiten dann immer vom Provosten aktiviert. Hat 5 Minuten Amtlichzeit. Aber ihr habt immer dann eine schöne Flasche, die euch nochmal kurz heilt, wenn es mal eng wird. Dann haben wir, genau. Heilung. Da ihr euch selber heilt, ne, wird auch die Rüstung von euren Klamotten erhöht. Das heißt, wenn ihr mal sterbt oder ihr vibet, dann habt ihr nicht so hohe Rap-Kosten an Rüstung. Auch ganz nett. Hier haben wir den Hammer der Genesis. Wenn einer von euren Gegnern Schaden zufügt, wird euer Tempo 10 Sekunden auf 3 erhöht. So. Wir halten fest, Tempo ist unser Leckerbissen. So, wenn wir jetzt reingehen in die Gruppe, ja, mit unseren Erlass oder mit unseren Schlagen, haben wir die Ziele alle mit diesem Effekt belegt. Das heißt, wir haben dann, wenn 5 Gegner sind, 25 mal, also 25, rein theoretisch hätten wir dann 25%, warte, also 5 mal stapelbar, 5 mal 3 sind 15% mehr Tempo. 15% mehr Tempo ist mehr Jezorn, mehr Schaden, mehr Heilung, mehr Rüstung, mehr alles. Also, das nehmen wir auf jeden Fall, weil ihr geht immer rein, macht ein Siegel, ihr trefft alle Gegner und sobald ihr dann den nächsten Gegner trefft, habt ihr wieder 3% Crit und das hält 10 Sekunden und in 10 Sekunden kann so viel passieren, da könnt ihr die Gruppe wegbürsten ohne Ende. Super geil, beste was geht. Hier ist jetzt witzig, ne? Ihr geht dann nach dem Bild, ich habe es noch nicht freigespielt, wie gesagt, ich spiele den Demon Hunter nicht gerade, sondern ich spiele woanders noch. Nachdem der körperlichen Magieschaden erleidet, erhält ihr ein Schild. Das heißt,
10 Sekunden lang habt ihr einen Schaden in Höhe von 6% eurer maximalen Gesundheit absorbiert. Also wenn ihr körperlichen oder Magieschaden erleidet, erhaltet ihr alle 10 Sekunden ja, einen Schild von 6% eurer Lebenskraft, also eurer Ausdauer. Deswegen ist natürlich Ausdauer sehr nett für euch. So. Ja genau, jede eintreffende Schadensansage kann diesen Effekt einmal alle 30 Sekunden auslösen. Das heißt, alle 30 Sekunden, also ihr bekommt den Schild für 10 Sekunden, ja, und alle 30 Sekunden habt ihr den. Das ist natürlich geil, weil wir ja diesen Effekt spielen mit diesem Feuerbrand-Aura, dass wir immer schön Rüstung haben und zusätzlich kriegt ihr noch aus dem Hinterhalt nochmal ordentlichen Schild. Und das ist wirklich gut. Und der wird richtig hoch, wenn ihr viel Ausdauer habt. Ne, ich habe jetzt hier knapp 53.000. Das ist schon mal nicht nett. Also nicht schlecht. Und ich habe noch nicht mal so gutes Gear. Ich bin gerade mal bei knapp 200. Deswegen gehen wir da drauf. So, dann aus unten. Anima-Beschleuniger. Wenn ihr Illusion Erlass aktiviert und eine Explosion überladen, Anima hat die Position eures Ziels entfesselt. Dieses verursacht im Verlauf von 8 Sekunden 4407 Arkanschaden, der gleichmäßig in alle Ziele aufgeteilt wird. Verringert die Ablenkzeit von Erlass pro getroffenen Gegner um 4. Wir halten fest. Wir haben jetzt einmal das hier genommen. 20% weniger. 5 Ziele können wir treffen und dann haben wir, die Fähigkeit hat jetzt 48 Sekunden. Wenn wir jetzt das machen, den ausgebaut haben auf Level 3, auf 56, 57 und mit dieser Fähigkeit in die Gruppe reinjagen, haben wir diese Fähigkeit ungefähr in circa mit nach jeden 25 Sekunden wieder. Maximum 30 Sekunden. Heißt natürlich ordentlich Schaden und das will man haben. Ne? Deswegen gehen wir auf Prong, damit wir eure Fähigkeit für Aggro und Schaden aufbauen. Wir wollen eigentlich überleben, aber diese Fähigkeit ist für Schaden da. Also, wie gesagt, 5 Ziele macht Schaden. Mit dem nächsten Patch 915 wird es sein, dass ihr mehr Ziele treffen könnt. Da wird die Fähigkeit vielleicht noch ein bisschen stärker. Das muss man abwiegen. Ich weiß es nicht genau, wie es skaliert. Da kann ich nochmal einen Guide nachliefern. Der Guide wird sowieso ziemlich lang gerade. Das tut mir leid für eure Zeit. Ich hoffe, er hilft euch auf jeden Fall. Deswegen lasst euch da nicht beirren. Ne? Also wie gesagt, wir halten fest. Wir gehen auf Braun allein wegen dieser Aktion. Ihr wollt Tempo haben und das tut um 20 Sekunden euch reduzieren. Das heißt, die Fähigkeit ist bei 28 Sekunden. Besser geht's nicht. Und wenn ihr noch mehr Tempo habt, kommt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr runter. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel es ist, aber ein kleines Ticken kann es noch runtergehen. So, kommen wir zu unserem Conditional. Also, ihr schaut, dass ihr auf jeden Fall erstmal, ihr sagt jetzt bestimmt, ah, warum gehst du jetzt näher nicht auf nochmal eine Death-Potenz? Kann man machen. Wenn man, jetzt ist aber die Sache, ja. Wenn ihr, wie soll ich das so schön sagen, diesen Erlass habt, das kann passieren, dass dieser Erlass später nochmal ein zweites Zeichen setzt. Das heißt, wenn ihr jetzt die Gruppe unter euch habt und ihr setzt dieses Zeichen, dass der 2 setzt. Das heißt, doppelt Schaden. Nicht viel mehr Schaden, aber es macht doppelt Aggro. Sehr gut für Aggroaufbau. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gehe auf diese Potenz und zwar auf Potenzmedie. Das ist dieses Kreuz, das nennt sich Potenz. So, ihr sagt, ah ja, da unten ist ja auch eins. Ja, das ist richtig. Aber jetzt kommt der Clou. Ich brauche die zweite Fähigkeit für das hier. Und zwar für ein bisschen mehr Schaden. Jetzt kann man sagen, ja, Schaden ist nicht so wichtig. Ja, das stimmt schon. Aber ihr müsst beachten, dass diese Feuerbrand-Aura dann 14% mehr Akku aufbaut. Für den Anfang sehr gut. Ne? Sehr, sehr gut. Wenn ihr sagt, okay, Schaden ist mir nicht so wichtig, ich will lieber aushalten, ja, dann geht einfach hier drauf und nimmt die Death-Potenz hier und dann nehmt ihr einfach noch rein, erhöht die Heilung von zerschmetterter Seele. Bumm. Ne, als Beispiel. So. Dass ihr das noch reinnehmt, das heißt, wenn ihr die Seelen spaltet von den Gegnern, kriegt ihr noch zusätzlich mehr Heilung. Ist natürlich ein sehr starker Death. Jetzt kommt das aber. Ich habe diese Anima-Kugel nicht. Die nennt sich, kondensierte Anima-Kugel. Die findet ihr im Cordia, und zwar, wenn ihr da levelt. Oder da questet, Level geht ja nicht. Da findet ihr eine rote Kugel, die nennt sich Anima-Kugel. Die setzt ihr rein, die ist stärker als diese Fähigkeit. Ist einfach so. Weil ihr dann alle paar Sekunden auch wieder Heilung kriegt. Ich kann es euch gleich mal zeigen, bei meinem Parler, da ist die Kugel, glaube ich, da. Ne? So. Deswegen, das ist, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt die kleine Heilung nicht haben, ihr wollt lieber mehr
halt, mehr Schaden machen oder halt ein bisschen mehr die mehr Leben kriegen, ohne dass ihr dauernd eure Flasks verjubelt, weil wenn die weg sind, sag mal, ihr habt eine Random-Gruppe und alle paar Sekunden zieht eure Flask, dann habt ihr dann halt keine Flask mehr und steht halt dann die restliche Zeit, bis der Provost, ja, bis der Provost abgeklungen ist, natürlich ohne die kleine Heilung da. Da wäre diese Potenzmedie dann schon stärker mit der Anima-Kugel, ganz klar. Aber wenn ihr die noch nicht habt, geht ihr einfach hier drauf, bumm, habt gleich noch ein bisschen den Erlass, der euch stärker macht. Und das ist auch ganz nett. Also das ist ein bisschen mehr Schaden. Also ein bisschen ist untertrieben. Mehr Schaden, mehr Aggro. Weil mit dem Bild, wie ich ihn euch empfohlen habe, mit dem Abwechseln vom Feuerbrandaura und den Stachel, seid ihr eigentlich schon relativ gut dabei. So, dann hier Chance, euren verbleibenden Heilkraft Rüstung zu erhöhen. Das heißt, eure Rüstung wird stärker. Das habt ihr schon. Das ist ganz nett. Ich würde euch empfehlen, dass das so bleibt. Ihr könnt jetzt so das nehmen, aber ihr seid ja ein Teamhunter, also ihr habt keinen Fallschaden. Also wenn ihr Fallschaden habt als Teamhunter, solltet ihr vielleicht doch eine andere Klasse spielen. Nein, Spaß. Ihr solltet keinen Fallschaden haben, auf jeden Fall. Hier gehen wir auf die Mitte. Gegner Schaden zutrifft, das haben wir ja, dass dann diese 10% erhöht werden. Und hier unten, das haben wir auch mit dem Schild, ne, dass ihr den Magieschaden noch bekommt und diese Maximum eurer Gesundheit absorbiert wird. Hat man auch schon. Und hier unten ist dann das, dass ihr diesen analytischen Erlass runterskalieren könnt um 20 Sekunden, was ihr haben wollt. Somit dafür. Dev-Medien geben wir als, also die oberste Priorität, das muss ich gerade nochmal nachlesen, Moment, das war, genau. Das war das hier. Teufel, verringert die Abklingzeit, nee, warte, das war, ja, das hier. Zähflüssige Tinte. Verringert den Magieschaden. Magieschaden ist in diesem Add-on sehr lästig. Paladine haben damit zu kämpfen, Teamhunter nicht, weil, ich kann es euch zeigen. Ihr habt von Natur aus, war das hier? Nein. Ihr habt von Natur aus schon mal eine ganz geile Fähigkeit, und zwar das da. Eure Rüstungsbonus von Dämonenstachel zusätzlich um 50% eurer Beweglichkeit. Das heißt, umso mehr Beweglichkeit ihr habt, ja, umso höher ist euer Rüstungsbonus mit Dämonenstacheln. Das heißt, hohes Gear, fette Rüstung. Jetzt kommt aber noch das Geile dazu. War das jetzt dicke Haut, Schmerz genießen. Ich muss gerade nochmal nachlesen, bevor ich hier was Falsches erzähle. Ne, das war das Meisterschaft. Das ist Meisterschaft, das wollte man gar nicht. Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade blöd erzählt. Wo ist das? Genau, zerschmetterte Seele. War das jetzt zerschmetterte Seele? Ich muss mal nachlesen. Moment. Ich kann auf dem. Dämonischer Schutz, genau. Da. Entschuldigung, das ist es. Eure Tätowierung verringert den erlittenen Magieschaden um 27% und erlittenen körperlichen Schaden um 20%. Normalerweise habt ihr 20-20, jetzt habt ihr 27. Das ist natürlich mega stark. Es gibt keine Klasse, die so viel Magieschaden aussieht wie der Demon Hunter. Deswegen wurde der zu Season 1 von Shadowlands geliebt, gehypt, vergöttert. Er war schnell, er hat ausgeheilt, er konnte kiten, er hatte keine Probleme. Deswegen empfehle ich euch dieses Talent, weil das einfach in allen Content, ob die M-Plus läuft, PvP oder Raids, ist es einfach perfekt. Deswegen, wir halten fest, zähflüssige Tinte, absolut A und O. Ne? Würde ich sogar als erstes nehmen. So, dämonische Verwüstung, damit ihr einfach die Möglichkeit habt, euren starken CD zu 8 Sekunden verringerte Zeit, dass ihr den nicht 1 Minute abgesetzt habt, sondern 52, damit ihr wirklich, wenn es knackig wird, dann halt nochmal einen Shit-Button habt, um euch hochzuheilen und um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Deswegen gehen wir hier auf Teufelsverteidiger. Also die Prioritätsliste wäre zähflüssige Tinte, Teufelsverteidiger. Wenn ihr jetzt noch einen dritten reinnehmen wollt, dann würdet ihr nehmen die Anima-Kugel, dass ihr Leben kriegt. Das wären jetzt die Liste, also die Prioritätenliste von oben nach unten. Vom Schaden ganz klar der Erlass und danach der wachsendes Entfernung. Diese zwei Sachen wären übelst OP. Für die Finesse, das heißt, es sind solche Sachen wie, dass ihr schneller laufen könnt oder eure Effekte besser sind. Zum Beispiel hier haben wir dieses Magieaufzehren, was ich euch gesagt habe, dass wenn ihr einen Gegner seht, der Magieeffekte hat auf sich, also Verstärkungen, zehrt ihr es auf und mit dieser Rune habt ihr die Möglichkeit, den nochmal das zusätzlich wegzunehmen. Das heißt, das wären 40% Jezorn. Wir halten fest, Jezorn ist super, Jezorn gibt mehr Schaden, mehr Aushalten, mehr Bums. Ne? Deswegen ist das sehr stark. Das könnt ihr noch hochstecken. So, als zweite Finesse hätte ich jetzt euch geraten, und zwar, wo haben wir es? Ein Kecker nimmt ihr ja nicht. Genau. Inferno-Einschlag erhöht eure Bewegungsschwelle 8 Sekunden lang um 7. Das heißt, wenn ihr das jetzt nimmt, wir können es ja mal gerade austauschen. Zack. Ja. Kommt mal die Medien. Wenn ihr jetzt den Inferno-Schlag reinjagt, zack, seid ihr noch mal ein bisschen schneller. Ne? Hier.
7% ist, man merkt's auf jeden Fall als Steam Hunter. Kann man das schon mal machen. Diese zwei nimmt ihr für die Finesse. Ansonsten die angegebenen, ne, die Tinte und dass ihr die Fähigkeiten habt. Also, wir halten fest. Einmal der wiederholte Erlass soll rein. Die Teufelstempo sollte rein. Dann der Teufelsverteidiger sollte rein. Und die Tinte auf jeden Fall. Das ist A plus Ultra. Und dann halt nochmal Wachsen Inferno für die zweite Potenz. Und hier für das Finessen-Kompendium würde ich euch dann noch raten, die Magie aufzehren, dass ihr halt nochmal die Leute, die den Effekt runternimmt. Ist auch für PvP ganz geil oder für Raid. Also wie gesagt, der Demon Hunter ist ein Allrounder, der kann alles. Gerade wenn ihr auf Tempo Vielseitigkeit gebt, habt ihr nichts falsch gemacht und seid gut bedient. So, kommen wir mal zu den Waffenverzauberungen und Verzauberungen und Sockeln. Also, ihr geht wie gesagt pur auf Tempo, ja? Tempo ist das Beste, was ihr haben könnt. Hier geht ihr Tempo 16 auf die Ringe immer verzaubern. Ihr geht bei Waffe, geht ihr auf. Moment. Wo haben wir es denn? Ba-ba-ba-bam. Genau, ihr geht auf aufgestiegene Lebenskraft und ihr geht auf himmlische Führung. Einmal oder sündhafte Offenbarung. Das einmal für Schaden und einmal zum Heilen. Die lichtlose Kraft gibt den Heiler die Chance, euch 12 Sekunden, also 12% mehr stärker zu heilen. Ist für euch super geil. Ihr könnt beide Waffen verzaubern. Jetzt gibt es nochmal was Nettes. Das nennt sich Schattenöl und what? Wie hieß das andere nochmal ganz kurz? Moment, wir gucken mal nach. Also, ihr habt dann nochmal das nette, schöne Schattenkernöl und Einbalsamierungsöl. Ihr habt zwei Waffen. Ihr könnt zwei Waffen verzaubern und ihr könnt zwei Waffen das Öl drauf machen. Das heißt, wenn ihr Tränke nutzt, wie zum Beispiel Trank des Phantomfeuers, macht ihr durch diese Verzauberung auf der Waffen, durch die Öle, richtig viel Schaden und haltet auch mehr aus. Ne? Gerade wenn ihr Trank der ermächtigten Exorzismus nehmt, macht ihr verdammt guten AOE. Oder ihr nehmt Trank der Beweglichkeit, das stackt aber nicht mit diesen Ölen. Also nur Trank der ermächtigten Exorzismus oder Trank des Phantomfeuers stacken mit diesen Ölen. Einbalsamierungsöl und Schattenkernöl. Ne? Das solltet ihr wissen. Ihr könnt natürlich auch noch Schleifsteine draufhauen, wenn ihr keine Öle wollt. Das könnt ihr auch machen. Die könnt ihr beim Krieger, also beim Schmied holen. Die sind auch ganz nett. Ist ein kleiner Schadenboost, aber jetzt nicht relevant. So, jetzt kommen wir noch zu den Lechi. Ne, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Verzauberung. Also, Waffen hat man, Ringe hat man, Sockelsteine, natürlich ein gelber. Ja. Und zwar den hier, spiegelnder Juwelenbund. 16 Tempo. Tempo ist bei euch overall. Dann gute Verzauberung gibt es eigentlich nur für Ringe, Brust und Rücken. Ne, dass ihr da Primärwerte habt, also mehr Beweglichkeit, was für euch gut ist. Ausdauer könnt ihr noch verzaubern auf dem Rücken. Ne, Rückenausdauer, Brustwerte, Primärwert um 30 erhöht. Hände könnt ihr sammeln nehmen. Und Handgelenke könnt ihr noch nehmen, dass ihr euch schneller wegport, also euer Ablinksstein vom Ruhestein schneller runtergeht. Die Dinger hier, also die Schuhe, könnt ihr noch Beweglichkeit draufgeben, 10%, also 10. Das sind Verzaubern, die kann nicht jeder nehmen, weil halt wirklich nur Beweglichkeit drauf ist. Und bei den Ringen halt Tempo. Tempo, 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 Tempo. Hier könnt ihr bei den Waffen auch noch raufsetzen, da könnt ihr im Internet nochmal nachgucken. Da gibt es nämlich auch nochmal schöne Waffenverzauberungen, für den ihr natürlich dann. Moment, ich muss gerade mal nachlesen. Bla bla bla, lichtlose Kraft. Wo war das jetzt? Hä? Ich muss nur ganz kurz. Nee, war schon. Aufgestiegene Lebenskraft und himmlische Führung sind eigentlich die besten für Defensiv. Genau. Also Waffen, himmlische Führung und das andere nehmt ihr dann aufgestiegene Lebenskraft. Das sind die besten Def-Waffenverzauberungen, die ihr haben könnt. Wenn ihr euch ein bisschen mehr traut, nehmt ihr sündhafte Offenbarung. Das könnt ihr sogar mit lichtlose Kraft setzen oder halt zweimal nehmen. Ne? Das ist egal. So, Schmuckteile. Guckt, dass ihr Tempo-Sachen kriegt. Wenn ihr Schmuck habt mit Tempo, seid ihr gut dran. Und ich habe jetzt noch nicht so starke Schmuckteile. Da müsst ihr halt gucken, was Item-Level gibt und dass ihr auf Tempo achtet. Tempo und Vielseitigkeit sind für euch die besten. Bababam, haben wir das alles? Ja. So, jetzt kommen wir zu Lechis. Also, man kann in Shadowlands kann man Lechis bauen. Lechis findet ihr die Art solche Erinnerungen, findet ihr bei den Fähigkeiten und jeweils, wo alles auf eurer Skalierung ist, also auf euren Spec, seht ihr dann die Fähigkeiten, wo ihr sie findet und was sie machen. Also, es gibt zwei gute Lechis. Das beste Lechi ist
Uhamas feurige Seele. Jedes durch Seelenspalte verschlungene Seelenfragment verringert die Ablenkung von eurer Flamme des Brandmal. Brandmal haben wir. Das heißt, Brandmal macht Schaden. Brandmal springt auf Gegner. Brandmal wollen wir runtersetzen und oft benutzen. Das heißt natürlich, wenn ihr jetzt eure Seelenspalte nutzt, also diese Fähigkeit mit Fraktur und dann die Seelen einsammelt, dann reduziert sich das Brandmal. Das heißt, mehr Schaden, mehr Heilung. Ne? Wenn ihr mehr auf die ganzen Zeichen scharf seid, dann nehmt ihr Razilus Entweihung. Das heißt, eure Seelenspalte, also auch wieder diese Fähigkeit, die die Seelen einsammelt, ja, reduziert euch eure Zeichen 8 Sekunden lang. Das heißt, der Erlass, wenn ihr das nehmt, also wir haben ja sowieso den Erlass so weit runden, dass wir ihn auf 28 Sekunden kriegen. Wenn ihr jetzt dieses letzte spielt mit den Zeichen, könnt ihr euren Erlass, wenn ihr Glück habt, sogar alle 10 Sekunden nutzen. Circa. Das ist natürlich sogar alle 15 Sekunden vielleicht, das ist natürlich mega stark. Aber, jetzt kommt das Aber, das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch wirklich mit den ganzen Makros, Malen, Zeichen auskennt. Zum Überleben empfehle ich euch feurige Seele. Ganz klar. Ne? Ihr könnt beides auf Handgelenke machen. Ich habe das auch jetzt hier getan. Wenn ihr Legis baut, achtet, dass sie auf demselben Slot sind, dass ihr nicht so viel Klamotten farmen müsst und immer Tempo-Vielseitigkeit. Hier seht ihr es auch, Tempo-Vielseitigkeit. Ne? Ihr könnt die bauen, ihr braucht dafür Seelenglut, Seelenasche, die bekommt ihr aus Torghast. Torghast findet ihr in Oribos, also, hier ist Oribos, da geht ihr hoch bei dem Flugding und springt in die Mitte runter und dann kommt ihr in eine Höhle rein, lauft links, da kommt ihr zu Torghast und da könnt ihr dann die Seelenasche rausholen und euch eure Waffen dann bauen. Natürlich kosten die Metz und die Berufe könnt ihr auch erlernen. Deswegen würde ich euch empfehlen, als Lederer für den Anfänger, geht auf Lederer und auf Kirscher. Ist das Beste, was ihr machen könnt. Könnt ihr die ganzen Pets, Viecher, was ihr umklatscht, looten, wenn sie Fell haben. Und das lässt sich gut verkaufen und damit könnt ihr auch selber eure Rüstung bauen, die eure Legis sein könnten. Ne? Sprich, das könnt ihr dann selber bauen und müsst es nicht kaufen. Aber das Add-on ist schon so alt, die Dinger sind mittlerweile nichts mehr wert, fast nichts mehr wert. Also da lohnt sich schon fast, einfach nur Sammelberufe zu machen. Sprich, wenn ihr sagt, okay, ich will nicht bauen, ich will sammeln, nehmt bitte Kräuterkunde und Bergbau oder Kirschner und Bergbau. Das sind die besten Berufe, wo ihr am meisten Kohle mitmachen könnt. So. Als Tank kann ich aber dazu sagen, also das ist nur ein kleiner Kretscher, als Tank würde ich euch sogar Alchemie empfehlen, als Anfänger, weil eure Tränke halten, eure Flask halten, ne, ihr müsst ja auch Spektralfläschchen nehmen, das habe ich jetzt vorhin vergessen, es tut mir leid, dass ihr eure Werte hochsetzt und die Tränke halten bei euch doppelt so lang, wenn ihr Alchemist seid, also Kräuterkunde, Alchemie, dann kriegt ihr sogar noch ein nettes Schmuckteil, was richtig stark sein kann, das ist sogar für einen Tank-Anfänger sehr geil. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, um da irgendwie noch Schmuckteile zu finden, weil das einfach selber baubar ist und ja. Also halt mal fest, für Tank-Anfänger würde ich empfehlen Alchemie und Bergbau. Alchemie und Kräuter, Entschuldigung. So, haben wir alles. Ja, jetzt kommen wir zu den Maus-Over-Makros. Also, ihr habt jetzt gesagt, okay, cool, man, der geht mit seiner Maus dahin und dann macht er das. So einfach ist das nicht, denn das geht nur mit Maus-Over-Makros. Das Maus, ein Makro ist ein Befehl, der die Fähigkeit umändert. Das heißt, die Fähigkeit dann da, wo meine Maus ist, dort einsetzt. So, ansonsten müsstet ihr nämlich, ich kann es euch mal zeigen, erst hier drauf, also ich habe jetzt die zwei auf meiner Maus, sonst müsst ihr nämlich erst die Fähigkeit anklicken, wenn ihr keine Maus habt, wie ich, anklicken und so. Bis ihr hier seid, ja, könnt ihr schon tot sein. Deswegen empfehle ich euch Maus-Over-Makros, die setze ich auch mit rein, die gibt es auch überall im Internet, bei jedem Guide zu finden. Die gebt ihr ein, zack, und dann können eure Fähigkeiten direkt da, wo eure Maus ist, benutzt werden. Ist super leicht, super easy. Die Makros, die tut ihr auf Escape, Makros, tut sie hier auf Neu gehen, zack. Guckt an, was die Fähigkeit, die aussieht, damit sie euch ähnlich aussieht. Zum Beispiel jetzt hier habe ich jetzt das da. Bei mir sehen die jetzt so aus. Wartet, abbrechen. Bei mir sind jetzt die auf den Charakter. Das sind meine 6 Makros, die ich ganz gut finde. Und diese Makros habe ich auf meiner Tastatur, auf 1 bis 12. Oder da ich eine, ich habe hier, wie ihr sehen könnt, ich kann es euch mal gerade zeigen, ich habe hier meine Tastatur auf der Maus, was natürlich das Spiel extrem erleichtert, weil ich habe einfach dieses Problem nicht, dass ich erst die Tastatur abgrasen muss, wenn ich laufe, weil es echt einen Krampf gibt. Ne? Ich empfehle euch, so eine Maus zu besorgen, gibt es relativ günstig und ist wirklich zum Spielerleichterung, ist es perfekt. Gerade für Anfänger ist das wirklich sehr gut.
So, Mausbefehle, die Makros, die müsst ihr einfach nur STRG, geht drauf, machst STRG und dann C, dann kopiert ihr sie aus dem Link, den ich in YouTube reinsetzen werde. Dann habt ihr sie gespeichert, geht hier rein, macht ein neues Makro, ja, geht drauf, gibt irgendeinen Namen ein, bla bla bla, geht auf OK, drückt STRG und V und dann ist das Makro eigentlich da drinne. Moment, ich muss gerade nochmal kopieren. Wo haben wir das? Bla bla bla. Da. Da ist es. Zack. Ne? Geht auf Speichern und dann müsst ihr dieses Makro müsst ihr dann in die Leisten runterziehen. Sonst funktioniert das nicht. Also runterziehen und dann austauschen. Okay? Gut. Ich werde die Makros eintragen und hoffe, dass ihr da ein bisschen Hilfe habt. So, jetzt kommen wir mal zu den Add-ons. Wir machen mal ganz kurz die Add-ons alle aus auf diesen Charakter. Ich habe nämlich ziemlich viele. Und zwar alle außer das da. Gut. Ihr fangt ja als WoW-Anfänger an natürlich mit dem Standard-Interface. Das sieht so aus. Ne? Ihr habt ja Leisten, ganz klar. Ne? Das ist das Standard-Interface. So. Das ist ganz nett, aber ich empfehle euch da LWI. Das könnt ihr im Internet laden. Da kann ich den Link auch in die Seite reinsetzen, wenn ihr möchtet. Vielleicht mache ich das sogar. Und das ist einfach angenehmer zu spielen, weil ihr kriegt einfach die Übersicht. Weil da oben guckt eh keiner hin, großartig. Bis ihr das da seht, seid ihr auch meistens schon hinüber. Als Anfänger ist das ein bisschen viel. Ihr könnt aber hier auch die Dinger freisetzen, verschieben, entsperren. Da könnt ihr die hinsetzen, wo ihr mehr Überblick habt. Ne? Ich hab das, würde das jetzt zum Beispiel so machen. Freigeben. Dass ich ihr einmal euch seht, das seid ihr und das, was ihr im Ziel habt. Zum Beispiel jetzt hier ändert sich das Ziel, gell? So, da seht ihr die Fähigkeiten, die drauf sind und welche Fähigkeiten er macht und die Zauberleisten seht ihr da auch. Das war jetzt ein Beispiel, ne? Fenster zurücksetzen. So. Das wäre das eine. Jetzt habt ihr das Problem, aber was vielen passiert, die spielen und spielen und spielen. Und ihr habt das Problem, dass einfach, was war falsch, Add-ons, da, dass ihr im Kampf, wenn alles leuchtet, ja, die Maus verliert. Wenn ihr 50.000 Fähigkeiten, wir gehen mal dahin, so. So, ne, alles leuchtet, hier sind noch Gegnerflächen, so, auf einmal ist die Maus weg, so. Wo ist die Maus jetzt? Scheiße. So, dann sucht ihr diese blöde Maus, weil die Dungeons manchmal auch ein bisschen düster sind. Und ihr seht sie dann, bis ihr die seht, habt ihr das Problem, ach, scheiße, ich komme nicht mehr raus, tot. Dafür gibt es Abhilfe. Da gibt es ein nettes Add-on, das nennt sich Cursor Trail. Das benutzt ihr, holt euch das runter bei Curse oder wo Buffett und dann leuchtet das so schön. Wenn ihr die Maus bewegt, ihr werdet immer sehen, wo eure Maus ist. Das ist einfach angenehmer und einfacher zu tanken. Gerade wenn ihr mit Maus-Overarc arbeitet, ist das einfach Gold wert. Da ist die Maus, zack, da springe ich hin, da kommt mein Siegel hin, da mache ich das noch hin, dann das. Ja, also, das ist ein super Add-on. Ansonsten, was ich euch noch empfehlen würde als Anfänger, holt euch Deadly Boss Modes. Das zeigt euch die Fähigkeiten von den Gegnern an, also von Raiden und Instanzen oder Big Wings. Und ja, wenn ihr da nochmal einen Guide haben zu wollt, dann könnt ihr euch gerne nochmal einen Guide machen zu Add-ons, die wichtig sind. Aber ich dachte jetzt als Tank, gerade wenn man als Demon Hunter ist, ist es immer gut, wenn man die Maus sieht. Und ihr könnt da auch noch andere Effekte machen, wie Nebel, pulsierend, eine Kugel, was ihr Bock habt. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein gutes Add-on. Das empfehle ich als Tank auf jeden Fall, weil da verliert ihr die Übersicht nicht, wenn ihr hier klicken müsst. Weil wenn ihr Klicker seid als Anfänger, ist das ja schon mal möglich. Dann könnt ihr hier klicken und seht immer, wo eure Fähigkeit ist und ihr habt die immer im Blick, weil das einfach so schön blitzt. Ja? So, haben wir jetzt alles. Jetzt bin ich jetzt überlegen. Skillungen haben wir, Makros haben wir, Add-ons haben wir, ja. Spielweise, wie gesagt, ist ein Anfänger-Tank-Guide für den Demon Hunter. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Information. Es ist fast eine Stunde, es tut mir leid dafür. Ich könnte noch mehr erzählen, aber ich will euch nicht überladen. Wenn ihr Fragen habt, ne, und nicht zurechtkommt mit der Skillung oder sonst was, schreibt mich an. Oder kommt zu uns auf Twitch. Ich blende das gerade mal ein. Zack, Donnerbuddy, das war Chatten. Ich habe das jetzt gerade nicht hier. Ihr könnt uns Donnerbuddies auch auf Twitch finden. Da haben wir einen Discord, da könnt ihr reinkommen. Wir haben auch hier in diesem schönen, netten, ich muss mal meine Add-ons wieder anmachen. Moment. Achso, ja, hier. Brauche ich gar nicht. Wir haben auch hier eine Community, die nennt sich Donner Buddies. Ne? Wartet kurz. Als Beispiel, ja?
Das ist halt so gut, weil da könnt ihr reinjoinen. Ihr sucht einfach hier neue Community, gebt an Relevanz, beliebig auf der Horden-Seite, gebt dann hier was an, was ihr spielen wollt und drückt, sucht dann Donner Buddies. Ja? Wir haben einen Picknickkorb, wir sind noch recht klein, aber wenn ihr hier drin seid, ihr könnt uns anschreiben und direkt finden auf der Horde. Wir nehmen uns die Zeit, jeder, der uns kennt, wir haben wirklich viele Spieler, die schon geholfen, die wirklich Probleme hatten. Wir flamen euch nicht voll, wir machen euch nicht dumm an. Wenn ihr was nicht schafft, dann setzen wir uns hin, bis der Nagel ins Holz reingeht, bis ihr zurechtkommt. Wir fragen auch immer wieder nach, ob alles okay ist, ob ihr zurechtkommt mit der Spielweise, ob ihr schon mal ein bisschen experimentiert habt. Wir sagen auch immer, bitte experimentiert mit euren Fähigkeiten, aber das ist ein Hybriden-Guide, ne? So, wenn ihr Demon spielt, schaut, dass ihr den Pakt hochkriegt, so schnell als möglich, dass ihr die Pakt-Kampagne macht, dass ihr den Cordia-Pakt-Kampagne macht, die Dailies macht, dass ihr so schnell als möglich auf 80 kommt. Das ist ganz wichtig. Erstmal, der wichtigste Schritt, erstmal auf 57 und dann auf 80 und dann läuft der Bild auch. So, gut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ja. Viele werden sagen, der Guide ist nachkopiert. Es ging mir nicht ums Nachkopieren, es ging einfach darum, dass die Leute, die auf uns verfolgen und uns unterstützen wollen, die Möglichkeit haben, hier Fuß zu fassen, ohne Geflame. Und mit diesem Bild könnt ihr auf jeden Fall in jeder Random-Gruppe unterwegs sein, ohne Probleme zu haben. Und das ist schon mal wichtig, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Bitte schaut euch doch die anderen Videos an, wenn ihr Bock habt. Besucht uns auf Donner Buddies. Ihr müsst kein Abo, keinen Follower da lassen. Wir würden uns einfach freuen, wenn ihr zuschaut und wir Spaß haben im Discord. Also, ich würde euch dann sagen, wir sehen uns die Tage und ich hoffe, der Guide konnte euch helfen. Auf Wiedersehen. Und bis bald. Moment, so.